Da würde ich spontan sagen, in allen Feldern. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen ist ja die Medizintechnik sehr vielseitig und unterstützt alle ärztlichen, medizinischen Fachdisziplinen, die es gibt. Und ich glaube, dass in Zukunft alle Fachdisziplinen bei der Behandlung von Patienten von der Digitalisierung und profitieren werden. Und die Digitalisierung wird auch eben die Medizintechnik weiter voranbringen. Der zweite Grund ist, wenn ich Medizintechnik ein bisschen unterteile nach Verbrauchsmaterial, Implantaten und Geräten, ist es sehr oft so, dass gerade durch die Geräte, durch Sensoren und Aktoren Daten generiert werden und Daten und Informationen spätestens beim Arzt zusammenfließen, damit dieser gute Entscheidungen im Sinne des Patienten trifft. Und dieser Prozess wird durch die Digitalisierung verbessert. Nutzen für den Arzt, dass er effizienter und besser behandeln kann, und am Ende Nutzen für den Patienten, dass er von der Behandlung profitiert. Da glaube ich, dass man nutzen muss, dass auch in der Medizin verschiedene Generationen zusammenarbeiten. Also die, die noch mit Bleistift und Radiergummi groß geworden sind, aber auch die, die schon im digitalen Zeitalter mit Handy und Smartphone groß geworden sind. Und ich glaube, wenn man diese Generationen verbindet, und Connectivity, Verbindung ist ja auch ein zentrales Element der Digitalisierung, dann können in diesem Fall die alten Hasen auch von den Jüngeren profitieren, die sich sehr leicht tun, Zugang zur Digitalisierung zu nutzen.